19. September, wenn normalerweise das Oktoberfest angeht, wird sich hier in der Villa Schluck auch ein Teil von der Stadt, von der Stadtverwaltung sehen lassen. Bürgermeisterin kommt, glaube ich, auch. Bürgermeisterin kommt, Kulturreferent. Und weswegen natürlich Oktoberfest, denn hier werden wir ganz kurzfristig auf die Beine gestellt eine Virtual Reality Installation sehen, die heißt Oktoberfest Phantom. Was sehen die Leute da oder was erleben sie? Die Leute sehen, was aus den Erinnerungsfotos und Erinnerungsvideos, die Leute gemacht haben, statistisch von der Artificial Intelligence zusammengesetzt wurde als, wie sieht das Zelt aus, was geschieht dort. Und das ist über mehrere Monate entstanden, also nicht so kurzfristig, seit April und, oder Mai. Und es ist ein statistischer Durchschnitt von Erinnerungen, der wiederum als Punktwolke zu einer sehr fragmentarischen Realität wird. Und man läuft durch und die Töne verändern sich sehr radikal, weil auch die Töne aus vielen Jahren zusammengetragen sind und erlebt sozusagen das Gespenst des Oktoberfests, glaube ich. Verarbeitet sind darin Bilder aus fast 30 Jahren? Das ist, was immer wir in Social Media gefunden haben. Also es ist ein statistisches Projekt, das heißt, ich selber habe jetzt nicht Fotos ausgesucht, sondern vier Leute haben für mich gesucht, drei hier in Deutschland, eine in Russland, und haben, weil die Russen andere Netzwerke haben, und in China ist auch gesucht worden, und haben die Selfies genommen, und diese ganzen Selfies sind dann geschickt worden an einen Partner von mir, der das wiederum in den Rechner reingeschmissen hat mit der Aufgabe, stell fest, welche Punkte ortskonstant sind. Und das ist, was dabei rauskam. Also die ganzen Bilder kommen aus den Social Media, was immer öffentlich Menschen ins Netz stellen, um zu sagen, ich war da. Das Ganze findet hier in einem dunklen Raum statt, in dem weißgekleidete, vor den Besuchern geschützte Menschen die Brillen desinfizieren, die Brillen aufsetzen und kurz Anleitungen geben, wie das funktioniert. Können Sie es kurz mal erklären, was da unten passiert? Naja, es ist eine Ausstellung in Corona-Zeiten mit Virtual Reality. Das heißt, natürlich müssen wir jede einzelne Brille müssen wir reinigen und desinfizieren zwischen den Besuchern. Und das muss gemacht werden durch Leute, die auch selber geschützt sein müssen. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir daraus wie so eine kleine Performance über Leben in einem Corona-Zustand, wo eben Desinfektion tatsächlich eine Notwendigkeit ist. Also wenn ich jetzt reinkomme in den Raum, habe ich immer das Gefühl, ich betrete ein professionelles Desinfektionslabor. Und in diesem Labor kann ich wiederum sehen, wenn ich die Virtual Reality-Brille anziehe, was eine der Folgen dieses Viruses ist, nämlich, dass das Oktoberfest weg ist. Zu sehen ist das Ganze noch bis? Bis 4.10., wenn das Oktoberfest aufgehört hätte. In Shanghai ist es auch zu sehen. Shanghai startet eine Woche später, weil die es viel, viel größer machen. Und in Shanghai machen sie es auch, aber sozusagen wiesenmäßig, indem sie genau die Anzahl von Tagen zeigen, die die Wiese gehabt hätte. Das heißt, dort endet es um den 16., 17. Oktober rum. Also wer nach Shanghai fliegt und sich dort in richtig groß anschauen will, kann das machen. Ja, also das Projekt entwickelt sich ja noch weiter und wer Filme, Fotos, Tonaufnahmen hat, einfach unter Hashtag Oktoberfestphantom auf Instagram posten oder auf die Homepage von uns oktoberfestphantom.de oder .com oder .org, völlig egal. Und die ganzen Materialien werden dann wiederum durch die AI so verarbeitet, dass am Schluss erkennbar ist wirklich nichts. Es ist kein Eingriff ins Privatleben, aber es ist ein Baustein zu dem wachsenden Projekt. Zu allen Zelten oder nur speziell? Zu allen Zelten. Zu allen Zelten. Wir haben hier jetzt zwei Zelte gezeigt, Löwenbräu und Hofbräu. In Shanghai zeigen wir Löwenbräu, Hofbräu, Schützen und Augustiner. Und das geht ja auch noch weiter um die Welt und das wird noch weiter gezeigt.